Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Im letzten Part haben wir ein paar Krypto-Pokémon befreit. Wir haben die Disc abgegeben und sind jetzt im Largaturm, wo wir auf der linken Seite im letzten Part die Queen besiegt haben, welche uns eine rote ID-Marke gegeben hat. Und wir wollen uns hier mal weiter umgucken, was hier noch so ist. Hier ist jetzt aber nichts weiter. Ich renne immer so ein bisschen hin und her, weil ich möchte möglichst alles finden. Und die Frage ist halt jetzt, wo es weitergeht und wo nicht. Ich meine, der hier sieht ziemlich zentral aus, deswegen vermute ich mal nicht, dass ich hier irgendwo hinkomme. Ah, hier ist ein Heilplatz. Das ist gut. Was ist denn mit euch los? Habt ihr euch etwa verlaufen? Ja? Da werde ich euch gerne den Weg zeigen. Was? Wohin ich euch führe? Nun, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann solltet ihr es natürlich auch erfahren. Okay. In euer Verderben führe ich euch. Was denkt ihr denn? Ist ja gut, Kryptoknecht. Ich hoffe mal, du hast ein Krypto-Pokémon für uns. Oder vielleicht ist das auch einer, den wir schon mal bekämpft haben, deswegen hat er keins. Wäre auch möglich. Und das sind beides definitiv keine. So, wie Brava und Granbull. Ja, dürfen mal wieder was machen. So, der Betroher senkt den Angriff. Und wir gehen erstmal voll auf Slimer. Furio-Modus ist gut. Strahl, ja, okay. Sollte nicht das Problem sein. Und dafür waren Stärke Volltreffer dabei. Gut, da haben wir wegen Slime auch erledigt. Die Kittles. So, dich können wir erstmal gleich rufen, wie Brava. Erstmal ein schönes Stückchen weg von deiner Kryptoleiste. Eisenschweif. Keine Ahnung. Hätte wahrscheinlich auch nicht allzu viel Schaden gemacht. So, Granbull. Es wäre nett, wenn du das Pudox genauso erledigst. Wow, nochmal ein Volltreffer. Ja, er hat Pudox genauso erledigt wie das Slimer. Ich einfach mit Volltreffer Stärke. Finde ich gut. So. Sepitus wird wahrscheinlich dann auch nicht lange stehen. Das Kambo ist leider ein bisschen langsam, deswegen. Naja. Oh, es hätte doch ganz schön Schaden gemacht, meine Güte. Batz. Das war dann schon weniger das Problem. Und warum kriege ich jetzt bei Skype 10 Nachrichten? Lasst mich in Ruhe. Nein, Ruhe. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Jetzt ohne Störung. Willst du die KP auffüllen? Ja. Ich das gewusst, hätte ich vorher nicht rausrennen müssen. So, was haben wir hier? Nichts. Okay. Dann schauen wir mal, was da links ist. Einen Weg. Ich vermute aber fast, dass wir hierher müssen. Hier sind jetzt auch zwei Gegner. Gehen wir erstmal nach, am Anfang nach rechts. Das sieht momentan jetzt zu diesem Zeitpunkt etwas optionaler aus. Muss es aber nicht sein. Allein weil hier auch schon Heilung ist und da sind dann nochmal zwei Wege und. Hier ist wenigstens Musik noch anständig. Ich weiß auch nicht, warum man das so aufbaut, dass man hier drei Wege hat. Ich weiß ja nicht, wer sich das hier überlegt hat. Der Architekt von dem Gebäude hier ist nicht gerade zum Weiterempfehlen. Aber okay, hier sind einfach nur zwei Sackgassen. Hi, Drakim. Guahahaha. Ja, wirklich Glück, dass ihr bei mir gelandet seid. Und mit eurem Abenteuerspielchen ist es erstmal aus. So, das wäre die Chance, Entei zu fangen. Zum zweiten Mal. Sui wird diese Chance brauchen. Er hat nämlich Entei gekillt, auszusehen. Ich hatte damit ja einiges an Glück. Libeldra, eieiei, und Lepomentas. Da war ja was, der Typ war ja mit vollem Boden-Pokémon-Einsatz hier unterwegs. So, wie Brava, das Pokémon dort vorne könntest du bald mal sein.
Das fände ich ganz persönlich ziemlich gut. Ja, ich wechsle mal aus. Nach Tara, du steckst da, glaube ich, ein bisschen was ganz gut weg. Und wollen wir Slipomentas oder ist... Ich glaube, wir hauen erstmal Slipomentas. Das Vibrava weg. Nicht mal das Vibrava, das Libeldra. Jetzt soll ich Slipomentas sagen, dann Vibrava. Und im Endeffekt ist es aber ein Slipomentas. Da kommt das Erdbeben. Aber wenn es ganz schön viel Schaden macht. Nochmal, natürlich. Ja, der Typ ist mit seinem Erdbeben-Team gar nicht mal so schlecht. Vor allem, weil er halt zwei Pokémon und Schwebe draußen hat. Das ist gar nicht mal so schlecht durchdacht, mein Lieber. So. Oh, du willst Solarstrahl einsetzen? Okay. Ich verstehe jetzt nicht, warum du jetzt umdrehst von deiner Taktik her, weil ich fand das Doppel-Erdbeben eigentlich ziemlich gut als Taktik. Ah, die Psychokinese war natürlich auch nicht schlecht. Ja, aber in einem Solarstrahl habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie, wo ich sagen würde, okay, das, davor habe ich jetzt Angst. Den Solarstrahl finde ich ganz in Ordnung, sagen wir es so. Dann beiß mal bitte das Lippum. Verdammt, ich noch eins. Wie ich immer das Falsche drücke auszusehen. Ich habe den Sonntag schon verlernen lassen, aber Sternschauer bringt da in der Situation auch nichts. Menno. So, da kommt der Solarstrahl. Ja. Auf Tornopto bringt der natürlich nichts. Erdbeben hingegen schon. Das wird ganz schön wehtun. Eieiei. So, und das Problem ist, im Tornopto wird noch ein Erdbeben abkriegen. Weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt beide Erdbeben einsetzen werden. Wären ziemlich doof, wenn sie es nicht machen würden. Aber Libeldra konnte ich immerhin besiegen. Ich könnte mir jetzt prinzipiell wahrscheinlich aussuchen, wen ich besiegen will. Aber ich bekomme so oder so ein Erdbeben ab. Bostaker, okay, das hat wenigstens keine Schwebe. Leider, leider. Habe ich meinen Tornupto jetzt nicht mehr dafür. Bostaker wäre ein toller Gegner für Tornupto gewesen. Was setze ich denn dann ein? Sind beide gerade nicht allzu toll. Okay, dann setzt mal wieder Vibrava ein. Noms. So, dann würde ich mal sagen, haut mal bitte das Lepomentas jetzt weg. Und ich greife außerdem mit beiden Frostzeiger an, ich Idiot. Ah. So, Sonntag, warum auch immer. Und ich wollte gerade mit beiden Lippomentas angreifen. Ich hätte beide Angriffe treffen können. Und keinen Schaden davon ziehen. Okay, das übersteht Vibrava wenigstens. Und jetzt einfach mal das Lippomentas dann weghauen. Ich hoffe, das war es dann erstmal größtenteils mit dem Erdbeben. Denn ich möchte gerne meinen Ampharos einsetzen, um das Frostaker zu killen. Nachtara erreicht Level 45. Sehr gut. Dann Velsa. Nein, das war es leider noch nicht mit Erdbeben. Gut, dann bringen wir erst Obsidiana raus. Und wollen mal sehen, dass wir das Velsa weghauen. Gleißendes Sonnenlicht. Und wir machen Biss. Und Psy-Streich.
Neutral auf Velsa. Schutzschild auf Frostaker stört mich nicht, denn ich greife eh Velsa an. Es wird halt nur nicht durch Erdbeben geschwächt. Na, und das kommt, dazu kommt es auf jeden Fall. Seid ne Schreck zurück. Was ich natürlich sehr begrüßen würde. Haha. Sehr gut. Ach komm schon, jetzt setzt Velsa Schutzschild ein. Am besten kommt jetzt eine Explosion oder so. Achso, ich habe aus Versehen sowieso Frostaker angegriffen. Na gut. Dann habe ich nichts gesagt. Ach, ich bin es einfach nicht gewohnt, wenn ich einfach nur X durchdrücke, dass ich dann mein Ziel wieder wähle, weil ich vorhin erst wieder ewig lang gegen Heteras trainiert habe. Ich muss das auch mal beachten hier. So, jetzt Frostaker wieder Schutzschild. Aber ich greife jetzt diesmal Velsa an. Damit wir diesen Kampf so ziemlich durchhaben jetzt. So, ein Hundemord. Das ist natürlich nicht schlecht. Also für ihn. Für mich schon, weil ich habe gerade kein Pokémon draußen, was ihm wirklich schaden kann. Ja. Schauen wir mal. Ich sagen, machen wir erstmal Geheimpower und Psy-Strahl, versuchen das Frostaker erstmal wegzuhauen. Ich weiß, ob Psyana es schon schafft. Jo. Wird es auch gleich Hundemon angreifen. So, da kommt ein Feuersturm. Das war's für Nachtaka, aber sehr gut gekämpft. Und Ampharos ist als nächstes dran. Das sollte jetzt weniger das Problem werden, das Ding wegzuhauen. Denn wie wir alle wissen, hat Hundemon nicht gerade die besten Defensivwerte. Und es setzt nochmal Sonnentag ein. Okay. Ich wollte schon sagen, wozu eigentlich Sonnentag? Vorhin bei Lepometas und der einfach mal durch seinen Trainer. Aber es lag wahrscheinlich wirklich einfach nur an dem Hundemon. Aber gut, damit haben wir den zweiten auch besiegt. Da werden die anderen zwei wahrscheinlich auch noch irgendwo rumhüpfen. Verflucht nochmal, wie konnten mich ausgerechnet dieser Winzling besiegen? Genau so wie beim letzten Mal halt auch. Bis jetzt habe ich eben mein ganzes Leben nur gegen Shakira verloren. Und gerade eben gegen dich. Und vorher schon gegen mich. Gut, nimm das hier. Das soll das Ticket zu deinem Untergang sein. Grüne ID-Marke. Wenn du umkehren willst, dann mach es jetzt. Geh heim zu Mama, dann passiert dir ja auch nichts. Hahaha. Ist klar. So. War es gut, dass wir uns nochmal um die andere Seite gekümmert haben. Ich meine, die hätten auch einfach hier hinstellen können, wisst ihr? So wie die Queen halt. Einer links, einer rechts. Aber nein, muss halt noch ein Stückchen weiter weg sein, weil links ist nur eins und rechts sind zwei. Und ich sag ja, der Architekt von dem Ding hier gehört ich mal der Kopf gewaschen. So. Willst du die KP deiner Pokémon auffüllen? Ja, gerne. So, ich werde es auch machen wie im Pokémon-Labor schon. Dass ich lieber nur ein Pokémon mitnehme erstmal. Also ein Krypto-Pokémon kämpfen lasse. Damit ich wenigstens ein anderes Pokémon habe, welches noch ein bisschen mehr Schaden raushauen kann. Wobei Granbull an sich halt schon nicht schlecht ist vom Schaden her. Es ist halt nur langsam. Ich meine, Stärke von Granbull hat bisher schon ziemlich viele Pokémon erledigt. Oder zumindest guten Schaden gemacht. So, schauen wir erstmal dich an hier. Hoho, willst du einfach behaupten, du könntest mich einfach besiegen und weitergehen? Jo. Na, ob das tatsächlich kannst, werden wir ja gleich sehen. Ja, das werden wir. Aber ich sag's mal so, wenn ich die zwei Vorstände vorher schon gesehen habe, dann werde ich dich wahrscheinlich auch besiegen. Nur mal so. So, Rotogel und Keifel. Sind natürlich mal wieder nicht die besten Matchups für mich. Also Rotogel ja, aber das Keifel, ne? Oh, das Rotogel ist sogar ein Krypto-Pokémon. Gut. Dann donnerwählen wir das erstmal.
oder auch nicht. So, die Stärke gegen Keifel. Okay. Macht sehr das Erdbeben. Nee, Blizzard, okay. Die Augen von Keifel. So, Blizzard finde ich ganz in Ordnung. Erdbeben würde einfach nur nervig sein. So, dann jetzt haben wir nochmal die Donnerwelle. Und nochmal die Stärke gegen Keifel. Okay, Botorogel haut sogar daneben. Sehr gut. Na, es reicht leider nicht ganz. Schade. So, da kommt wieder der Blizzard. Trifft Ampharos aber nicht. Brandon schon, aber das steckt das weg. Das ist kein Problem. So. Dann machen wir jetzt erstmal Skyfall und das darauf folgende Pokémon gleich mal ordentlich fertig. So. Fernontor. Okay. Ja, das ist ein guter Schaden. Botogel fliegt wieder nach oben. Wir machen mal die Kraftreserve auf dich und die Stärke wieder auf Fernontor. Okay, Fernontor macht das Erdbeben. Keifel nicht, das hätte uns Step bekommen, aber das Fernontor dann. Warum auch immer. Ich meine, Blizzard ist auch eine gute Attacke, aber wie gesagt, Erdbeben wäre gefährlicher gewesen. Okay, Fernontor besiegt. Das Fliegen kommt sogar durch. Aber Granbull steht. Ampharos ebenso. Hm, habe ich irgendwelche Tränke? Top-Trank. Leber. Übertränke 10. Noch irgendwas anderes? Nicht wirklich. Möchte ich jetzt aber dafür ehrlich gesagt nicht wegschmeißen. Ja, dann bleiben wir erstmal dabei. Schauen erstmal, wie viel die Kraftreserve abzieht. Nicht sehr effektiv. Gut, dann wird es Käfer sein. Also Ampharos mit Käferkraftreserve. Schön zu wissen. Granbull geht down. Und wir wechseln einfach mal zu Nachtragern, glaube ich. Der Nachtragern kann ganz gut, ja, schwächen. Und ich kann ja einfach mal schon mal einen Pokéball werfen, vielleicht habe ich ja Glück. Denn die Pokébälle sind ja auch nicht allzu teuer, da kann man ruhig einfach mal werfen. Ja, war abzusehen. Botogel hat eine ziemlich schlechte Fangrate, also im Sinne von schlecht, dass man es eher wie seltener kriegt. Schreckt zurück. So, dann machen wir hier die Kraftreserve. Das scheint sich nämlich doch ein bisschen besser zu eignen, zum einfach nur ganz vorsichtig schwächen. Da bist du zwar ein bisschen stark. Noch reicht's nicht. Bam. So, wir haben es auch bald im roten Bereich. Kryptoschlag, ne? Vielleicht haut sich selber jetzt rein. Ah, nicht ganz. Aber gut gekämpft, Ampharos. Wir werden jetzt einfach mal Psyana reinschicken. Das kümmert sich nämlich jetzt erstmal um einen Reflektor, während wir jetzt mal ein paar Superbälle werfen. Auf das Botogel. So, schnapp. 1, 2,
Hi. Und Brutalgel wurde gefangen. Wunderbar. Ah, hätten wir doch nur nicht gekämpft. Dann hättest du jetzt dein Krypto-Pokémon noch. Aber dann wäre ich dir hinterhergerannt, hätte ich trotzdem fertig gemacht. Und es dir geklaut. Denn ich will sie alle haben. Okay, hier brauchen wir die IDs. Gut, schon mal gut zu wissen, wo das ist. Direkt in der Mitte und da geht es auch nochmal weiter nach oben. Vielleicht treffe ich hier auf den nächsten Vorstand? Fragezeichen. Ja, sieht ganz so aus. Okay, und der Typ, aber gegen den möchte ich nur kämpfen, wenn ich noch ein bisschen voll bin. Im Sinne von, wenn wenigstens Grumbull und Ampharos auch wieder fit sind. Na gut zu wissen, dass der Kerl schon mal da ist, aber ich muss dann sowieso dahin. Also kann ich dann erstmal in Ruhe in die andere Richtung. Und ich glaube, den einen Kampf gegen die machen wir jetzt auch noch. Auch wenn das ein bisschen den Part springt. Willst du durch diese Tür? Ja. So, so. Du hast anscheinend von gar nichts Angst, oder? Ja, doch, aber... zumindest nicht vor dir. Papunga und Sonflora. Okay, Sonflora scheint ein Krypto-Pokémon zu sein, vom Level her. Vibrava und Nachthara. Ja. Wie ich es dachte. Aber wir kümmern uns erstmal um das Papunga. Sonnentag, okay. Da wird das Sonflora jetzt wahrscheinlich das schnellste Pokémon auf dem Platz sein. Ich denke mal, das hat die Fähigkeit, dass es seine Initiative verdoppelt in der Sonne. So, natürlich zählt das erst ab nächster Runde, deswegen bin ich jetzt noch schneller. Ah, okay, Solarstrahl kannst du natürlich auch noch. Mit Step eine verdammt starke Attacke, ja. War leicht abzusehen da. So, Tornupto. Tornupto hat natürlich jetzt auch seinen Vorteil. In der Sonne. Reicht der Sternschauer? Ach, komm schon, ich denke, er reicht. Okay, bei Synthese dann natürlich nicht. Verdammt. Ich dachte, ich wäre schneller. Okay, Volltreffer. Wenigstens hat Flora ein bisschen geschwächt und es hat anscheinend nicht Chlorophyll. Denn es war diesmal nicht schneller. Uah. Wachstum. Jetzt wird das von Flora tatsächlich ziemlich gefährlich. Ja, mach du ruhig Synthese, denn dieses Mal kriegst du einen Flammenbrat ab und das wirst du nicht überleben. Nicht in der Sonne. Nicht von Tornupto. Bei diesem Level. So. Ein Duflor. Aber auch das wird den Flammenrad einfach das Flammenrad einfach abbekommen. Ein Biss auf so ein Flora. Schreck zurück. Wunderbar. Weiterhin gleich ins Sonnenlicht. Und die Taktik bleibt dieselbe. Da. Noms. Verwurzler. Jetzt ist so einmal ein bisschen langweilig. So. Werfen wir einfach gleich mal einen Superball. Vielleicht klappt es ja direkt. Denn ich weiß, dass Sonnenkern zumindest ein ziemlich leicht zu fangendes Pokémon ist. Aber Sonflora, keine Ahnung. Die Entwicklungen sind immer meistens ein bisschen schwerer zu fangen. So. Noms. Und er schreckt zurück. Sehr schön. Sonnenlicht lässt nach. Damit ist Sonflora fast allen seinen Stärken beraubt.
Und wir können in Ruhe weiter den Superball werfen. Na komm schon, so ein Flora. So schwer dürfte das doch bei dir nicht sein. Botogal müsste eigentlich eine schlechtere Fangquote haben als du. Schreck wieder zurück, sehr gut. So, wenn es jetzt wieder nicht drin bleibt, werfen wir einfach mal einen Hyperball. Ich möchte nicht, dass sich das von Flora irgendwie dann mal selber umbringt. Aber es reicht, sehr schön. Dem. Wunderbar. Was? Ich habe verloren? Wie ist das denn passiert? Indem ich dich fertig gemacht habe. So. Gut. Dann gehen wir ein Stück zurück. Und teilen uns. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir mal, wo sich die Dinge in Venus noch versteckt. Die würde auch hier irgendwo rumrennen. Der Kampf könnte ein bisschen problematisch werden. Die war ja vorher schon auf Level 45. Ich hoffe mal, dass sie nicht einfach stärker geworden ist. So wie Drakim und die Queen, die sind ja beide vom Level her einiges gestiegen. Was ja auch Sinn macht. Aber gut, dann schauen wir mal, ob wir sie im nächsten Part finden. Bis dann, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.